Hallo Leute, willkommen bei Surveiland. Dies ist Teil 7 und wir haben mal wieder einen wunderschönen Sonnenaufgang. Ja, den finde ich einfach großartig. Also das Allerschönste irgendwie an dem Spiel ist diese Natur, in der das spielt. Da habe ich total viel Freude dran. Aber ich mag es auch, diese Sachen selber machen. Und ich fände es toll, wenn man noch viel mehr selber machen könnte. Aber das kommt vielleicht auch nach und nach. Weil das Spiel ist ja noch gar nicht richtig fertig. So, wo stehst du jetzt eigentlich? Ich habe ihn jetzt hier in der Nacht. Ah, da steht er. Hab ihn einen langen Stock suchen lassen, als der Mond schien, weil die Nacht war wieder so lang. Okay, unsere wundervolle Hütte. Ah, wieder dasselbe wie immer. Ich lasse ihn hocken, wenn ich einen Screenshot machen will. Ich habe gelernt, wie man eine Hacke macht. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt auch wieder hin. Also, man braucht einen Stein. Und man braucht einen langen Stock, genau, den aber erst etwas später. Und eine Steinplatte. Naja, das sind beides kleine Steine. Da kann er jetzt einfach mal mit dem Stein draufhauen und dann entsteht eine Stone Plate. So. Okay, hier haben wir jetzt eine Stone Slate. Das ist wohl dann eine Steinscheibe oder sowas. Und jetzt, ich hoffe, ich mache es richtig. Ich habe es mehrmals geübt. Das ist was mit zwei Werkzeugen in der Hand. In der linken Hand den Meißel und in der rechten Hand den Stein. Und jetzt in den Baumodus und chiseln, also meißeln. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ja, ich glaube ja. Sieht gut aus. Ein Stone Hoe Head. Ein Steinhackenkopf. So verstehe ich das jetzt. Okay, jetzt tun wir hier den Meißel wieder weg. Und den Stein brauchen wir auch nicht mehr. Den kannst du hier mal hinlegen. Und dann nimmst du dir hier diesen Hackenkopf in die linke Hand und in die rechte Hand ein Seil. Das Ding wird nämlich festgebunden. So, und jetzt gucken wir uns die Teile von diesem langen Stock an. So. Baumodus. Na? Jetzt. Also, der hat vier Stellen mit Hammer und die eine ist rund. Und da kann man Sachen einpassen. Und da gehe ich jetzt drauf, bis das leuchtet. Dann drücke ich ausgiebig das Q. Dann wird nämlich der Hackenkopf aus der linken Hand da eingepasst. Und jetzt drücke ich die linke Maustaste, um es zu binden. Ah, geschafft. Okay, gut. Gucken, das Seil, das legst du einfach wieder hin. So, hier hin. Und jetzt haben wir diese prachtvolle Hacke. Die kannst du mal nehmen. Jawohl. So, jetzt gehe ich mal aus dem Baumodus raus. Ah, dann sieht man ihn auch besser. Ist das nicht ein tolles Riesenteil? Ich finde das genial. Und jetzt gehen wir an irgendwie so einen grasigen Hang. Möglichst nicht so weit weg von unserem Häuschen, damit er nicht so weit schleppen muss. Mal gucken, ob das dort direkt geht. Also, hier. Ja, hau hier einfach mal. Nee, da haut er in den Sand. Da kriegt er nichts. Jetzt hau mal hier. Jawohl, da entstehen solche Riesenknödel. Das sind Erdhaufen und die kann man dann nehmen. Und damit kann man dann ein Fundament für seine Hütte bauen. So, ich glaube, man braucht 6. So.
Ja, das hat irgendwie nicht geklappt. Haust du mal hier. Ja, wie viel haben wir jetzt schon? 5. Oh. Jetzt haben wir einen kaputt gehauen. Na toll. Gehst du mal lieber ein Stückchen weiter. So. Und jetzt hier nochmal. Jetzt haben wir 6. Okay. Und jetzt nimmst du einen und dann wird diese elegante Hacke direkt auf den Rücken geschnallt. Ist das nicht klasse? Ich finde das genial mit der Hacke. So, jetzt mache ich noch einen Screenshot. Okay. Gut. Und während ich das mit der Hacke geübt habe, habe ich auch rausgekriegt, wie man eine riesengroße Steinaxt macht. Das habe ich jetzt momentan vergessen, aber das müsste ich eigentlich auch wieder hinkriegen. Aber mit der kleinen Steinaxt sind wir hier eigentlich ganz gut dabei. Könnte natürlich sein, dass die große Axt noch schneller Bäume fällt oder so. Oh, und ich sehe da hinten in der Ecke Kokosnüsse, das ist gut. Jetzt machen wir aber erstmal hier unser Fundament. So. Jetzt holst du den nächsten. Dass der verschwunden ist, der Erdklumpen, ist normal. Die werden da jetzt erstmal ins Nichts geworfen. So, nimmst du den. Ja, drehen. Komm. Zu deiner Hütte. Man merkt doch, wie langsam er geht. Das ist ein schwerer Erdklumpen. Ich stelle mir das so lehmartig vor. Das wird dann sozusagen ein Lehmfundament. Und hier passe ich jetzt die Maus auf dieses Kastenpfeildings ein und Q. Und schon ist er weg. So. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Man kann diese Lehmhaufen übrigens auch nehmen für Wände. Wenn ich immer ein größeres Haus baue, dann mache ich da vielleicht zumindest teilweise Lehmwände. Vielleicht so hinten Lehmwände, das ist dann schön windgeschützt und vorne so ein Teil mit Palmen oder so. Also cool. Und jetzt schnappst du dir das. Jetzt haben wir es bald geschafft. Mit so einer Aktion ist dann auch mindestens schon der halbe Tag rum. Kuh. Ah, wir haben erst 2/3. Na gut. Es warten ja auch noch ein paar Klumpen auf. Das ist schon ordentlich Arbeit. Aber ich meine, so ist es ja auch im echten Leben. Im echten Leben wäre das, glaube ich, noch mehr Arbeit. Und hin und her gerenne und noch was drauf und so. So. Jetzt kommt das noch dazu. Und mit sehr viel Glück kommt jetzt das Letzte. Sonst müssen wir da noch einen Klumpen raushauen. So. Und ich hoffe, dann passt die Matratze rein. Das ist ja irgendwie schon ein löchriges Ding. Aber bestimmt besser als gar nichts. So, weiter. Hier rein. Ist es nicht voll? Also gut. Klopfst du noch einen Stein raus, einen Erdhaufen raus. Vielleicht sind die unterschiedlich groß oder so. Dann nimmst du dir dieses Ding in die Hände. Und jetzt klopfen wir gleich nochmal 2. Jawohl. So, wieder hinten statt Rucksack. Oh, und einen Rucksack können wir uns auch demnächst mal bauen. Einen Rucksack finde ich super praktisch. Dann kann man auch irgendwo auf Tour gehen und Kokosnüsse einsammeln, wenn es in der Umgebung keine mehr gibt.
So, jetzt. Jetzt ist es immer noch nicht voll. Ein ganz klein bisschen fehlt noch. Nein, nein, nein. Aber wie gut, dass wir noch einen Erdklumpen freigeschlagen haben. So. Und fallen lassen. Jetzt reicht's. Jetzt haben wir einen Pfeil nach oben. Und jetzt kann ich auf E drücken. Voila. Unser Fundament. Ist das nicht toll? Jetzt rolle ich mal die Matratze ein. Das geht so. Und jetzt nimmst du die. Und dann gucken wir mal, ob die hier reinpasst. Mit Q. Ja. Ein bisschen nach hinten. So, nee, schlafen wollen wir jetzt gar nicht. So, wunderbar. Das hat er doch gut hingekriegt. Ja, und ich dachte mir, später bauen wir dann nochmal so ein richtiges eckiges Haus. Also auch etwas größer, doppelt so groß vielleicht. Und jetzt hat er hier erstmal dieses Zeltartige. Das ist auch nicht verstärkt. Das kann also, wenn wir Pech haben, mal bei einem Unwetter zusammenkrachen oder so. Weil diese Seitenstreben hier, die sind ja, das haben wir ja schon versucht, die zu verstärken. Und die sind ja sehr schwach eigentlich. Aber für den Anfang reicht das. Und ich denke mal, ein größeres Haus vielleicht so hier hin. Also nicht da, wo er jetzt steht. Es ist vielleicht nicht eben genug. Vielleicht suchen wir uns auch noch eine schönere Gegend. Eigentlich haben wir jetzt ja die Möglichkeiten. Ich mache ihm noch einen Rucksack. Und wenn er den hat, dann können wir mal ein bisschen rumziehen und vielleicht sogar noch schönere Ecken finden. So, aber jetzt ist erstmal hier seine prachtvolle Zelthütte fertig. Jetzt kümmern wir uns mal um das Feuerholz für heute Nacht. Haben wir da noch genug? Ja, eigentlich mehr als genug. So, nimmst du dir mal zwei und gehst da mal hin. So, und legst die drauf. So. Und dann nimmst du dir noch welche. So. Okay. Machen wir mal 6. Das brennt dann wenigstens eine Weile. E und E. So. Gut. Und jetzt hole ich mal so einen größeren, den da. Roll. Und den lege ich hier in die Nähe. So, mal gucken. Den könnte man hier auch drauflegen. Oh. Das probiere ich mal aus. So ein großes Lagerfeuer hatte ich noch gar nicht. Das ist gar nicht schlecht. Kann natürlich sein, dass es dann sehr hell brennt und trotzdem ruckzuck weg ist. Da müssen wir halt Nachschub sorgen. Und diesen hier wollte ich, eigentlich wollte ich nämlich was anderes machen. Ich wollte den daneben legen. So. Und hier vor Ort zerkloppen. So. Dann haben wir nämlich fürs nächtliche Nachfeuern die Dinger direkt hier liegen. Okay. Die Axt kannst du wieder einstecken. Und was haben wir hier? Ah, eine kleine Steinaxt. Die können wir mal hier hinlegen. So. Tja, wenn wir jetzt noch einen langen Stock hätten, haben wir aber nicht.
Könnten wir noch so eine große Axt machen? Zumindest könnte ich das ausprobieren, ob ich das nochmal hinkriege. Ich denke mal, diese Hacke, die ziehe ich ihm auch wieder aus. Ziehe ich ihm aus. Die lege ich zu dem anderen Werkzeug. So. Und jetzt holen wir uns mal die Kokosnüsse von da hinten. Ah, ist das ein langer Stock, der da liegt? Sieht fast so aus. Mal gucken. Longstick, jawohl. Na, das ist doch toll. Jetzt, ach, bravo. Nimm die mal beide. Obwohl, die können wir liegen lassen und gleich verschnabulieren. Das stecken wir in die Hose. Hat aber dicke Nuss in der Hose. Aber ich bin ja froh, dass das geht. So, und die wird jetzt gleich verschnabuliert. Okay. Jetzt braucht er hier sein Meißel. Baumodus. Und jetzt wird gedrillt. Jawohl, nimmst du die und gluckerst. Na komm, noch weiter. Okay, dann kannst du die jetzt wieder auf den Boden legen. Wir machen mal wieder Werkzeugwechsel. Da hätte ich jetzt gerne Tastaturcodes für, damit das schneller geht. Vielleicht gibt es da ja welche, die ich erst noch kennenlernen muss. So, nimmst du dir die mal beide. Und jetzt isst du erstmal die rechte. Ich habe auch gelernt, mit der rechten Hand zu essen. Da muss man nur die rechte Maustaste bedienen, wenn er gerade was in der rechten Hand hat. Und mit der... Nee, die linke Maustaste. Und mit der rechten Maustaste isst er mit der linken Hand. Okay, aufgegessen. Da ich den Stock jetzt mitnehmen will, schmeiße ich die mal beide hin. Die Kokosnussschalen. Und dann greifst du dir diesen Stock. Jawohl. Okay, damit gehen wir jetzt rüber. Da liegt ja noch ein Seil. Hat er Platz? Nee, alles voll. Nun gut, vielleicht können wir uns das ja merken. Oder wir stolpern nochmal drüber. So. Jetzt legen wir hier dieses Ding mal hin, den langen Stock. Und für die Axt müssen wir ein Loch reinmachen in die Spitze. Da brauchst du deinen Meißel und einen Stein. Und jetzt in den Baumodus. Und ich glaube, das hier, da muss er, glaube ich, chiseln. Ja, das sieht korrekt aus. Wie wird es jetzt bezeichnet? Keltschaft. Okay. Und jetzt kann mir... Hammer a stone axe head into it can make a long kelt oder celt axe. Also eine lange Keltenaxt. Und man kann auch einen scharfen Axtkopf da rein binden. Aber einen scharfen Axtkopf habe ich noch nicht hingekriegt. Gut, jetzt legst du den Stein... Nee. Den hier tust du dir wieder ins T-Shirt. Aber den Stein legst du weg. Nee, den brauchst du ja noch. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Es wird auch schon irgendwie dunkel. Aber vielleicht kommt auch nur schlechtes Wetter. Jetzt nimmst du dir diese Steinaxt... Okay. So. Und jetzt gehen wir in den Baumodus.
und legst die mit Q dahin und dann hämmerst du die. Na, ist das nicht eine prachtvolle Axt? Es hat geklappt. Gut. Und den Stein legen wir wieder dahin. Steine sind immer sehr nützlich. So. Na, das sieht schon so aus, als könnte er damit echt noch mal viel schneller irgendwie was umhauen. Bestimmt. So, Abend wird noch nicht. Dafür sind die Schatten noch nicht lang genug. Mal gucken, wo ist denn die Sonne? Ziemlich bewölkt. Es könnte bald regnen. Ah, wir sollten erstmal seine Kokosnuss auspacken, damit er hier Kapazitäten zum Transport frei hat. So. Okay. Gut, die liegt halbwegs gut. Wir suchen jetzt noch mal so einen Faserbaum, weil wir brauchen wir Fasern, wir brauchen Palmwedel und Seile für einen Rucksack. Also brauchen wir so einen Faserbaum. Und wir brauchen normale Palmwedel. Da müssen wir wieder ordentlich schleppen. Aber ich denke mal, so ein kleiner Ausflug ist noch drin. Was für ein mächtiges Gerät. Oh, da haben wir ja noch einen riesen Stamm liegen. Den muss er mal holen. Das machen wir gleich, wenn wir hier mit der Aktion fertig sind. So. Und jetzt haust du hier mal kräftig drauf, mein Lieber. Okay, jetzt hast du da das Blatt abgehauen. Das war natürlich eine beeindruckende Leistung. Es geht darum, den Stamm. Wow, das war jetzt wirklich beeindruckend. Diese große Axt lohnt sich so richtig. Jetzt müssen wir hier noch diese Blätter abmachen. Wunderbar. Wo ist denn der Stamm geblieben? Hast du den etwa? Ah, hier ist der Stamm. Okay. Dann sammeln wir jetzt zuerst mal die Faserdinger ein. Ja. So. Und jetzt hat er die Axt sich hinten auf den Rücken gepackt. Da ist die ja gut aufgehoben. Müssen wir das jetzt wirklich in kleinen Portionen schleppen? Ja. Toll. Ja, wenn wir nicht gegen Abend unterwegs sind, dann könnten wir hier auch diesen Gürtelbereich freimachen. Da kann er sich und das gleich mal als Seil verarbeiten. Nämlich die Seile könnte er da dranhängen. Und wir könnten auch die kleine Axt abhängen, wenn wir mit der großen Axt unterwegs sind. Na, jetzt ist das Wetter wieder schön. So. Und da gibt es hier ordentlich zu schleppen. So, das bringen wir hier mal alles in den Werkbereich. So, kannst du einfach mal fallen lassen. Und jetzt holen wir noch eine Fuhre von den Fasern und dann holen wir noch mindestens einen der Stämme. Es wird schon langsam Abend. Renn mal. So. Es müsste irgendwo hier gewesen sein. Ja. So. Und so. Ach, ich hätte ja die anderen Sachen kurz daheim lassen können, aber ist in Ordnung. Die kleine Axt habe ich irgendwo gerne zur Hand.
auch wenn er die große Axt jetzt auf dem Rücken hat. Man weiß ja nicht, ob die auch für alles funktioniert, die große Axt. So, und jetzt gucken wir mal nach den Stämmen. Mitten übers Feuer gerannt. Entschuldige. Erstmal kann man den nehmen. Nee, den muss man erst noch klein kloppen. Das machen wir ein andermal. Wo müssen wir jetzt hin? Habe ich mich jetzt verirrt? Oder bin ich noch nicht so weit? Ja, Mädel. Nee, ich glaube, ich muss einfach noch weiter. Das war neben so einem anderen kleinen Baum. Hier irgendwo. Na, gratuliere. Da! Da ist es. Jo, jetzt habe ich ihn an den Baum manövriert. So, den kannst du nehmen. Den schleppst du jetzt nach Hause. Kann er da auch mitrennen? Ist er heute Nacht wenigstens mal ein bisschen müde, hoffe ich. So, und den legen wir hier mal in den Feuerholzbereich. So. Uiuiui, er hat gleich mal die Steine weggesch... Gut. Mache ich jetzt schon mal das Feuer an? Oh, noch nicht sofort, aber sehr bald ist das nötig. Jetzt kannst du hier mal Seile binden. So, und von dem hier auch. Ich glaube, man braucht mindestens 4 Seile für den Rucksack. So. Ja, hier kannst du auch Seil binden. Und hier nochmal. Gut, dann haben wir das ja schon zusammen. Und ich habe gesehen, dass wir hier auch noch ein ganzes Bündel von Palmdingern haben. Jetzt gucken wir mal. Ah, jetzt hat er die wieder alle genommen. Ich möchte die eigentlich auseinandernehmen. Ja, ich glaube, das geht so. So. Jetzt hat er hier eins und das. Da kannst du jetzt mal mit deiner Axt draufhauen. Ah, sorry. Mit der großen. Testen wir jetzt aus. Oh, einmal draufgehauen. Das ist gut. Das wollte ich nicht. Und hau hier nochmal drauf. Ja. Jetzt hat er eins von diesen Dingerchen weggehauen. Also nee, dann musst du dir das erstmal nehmen und woanders hinlegen. So. Und jetzt machen wir erstmal das Feuer an. So, nicht, dass wir plötzlich im Dunkeln dastehen. Das, oi, das ist so ein prachtvolles Feuer heute. Ein richtiges Luxusfeuer. Okay. Also, jetzt wieder die Axt. Und jetzt haust du da einmal drauf. Nee, auf diesen Palmwedel sollst du draufhauen. Ja, sehr gut. Und da ist noch eine und da haust du auch nochmal. Ja, prima, prima. Und jetzt kommt das wieder auf den Rücken, das Ding. Und jetzt kannst du die flechten. Jetzt gehen wir aber hier hinter, damit wir das Feuer dabei sehen können. Okay, Baumodus, flechten. So, da macht er jetzt so kleine Matten. Das ist schon mal die Vorbereitung für den Rucksack. Den können wir dann nämlich morgen bauen. So.
Ketten. Wunderbar. Da brauchen wir 6 Stück. So. 5 haben wir schon. Wenn er nicht 1 zerkloppt hätte, dann hätten auch 2 Palmenblätter gereicht. So. Wir flechten die jetzt mal alle. Weil sonst sind die zu kaum was nütze. Man hatte auch so eine kleine geflochtene Unterlage, mit der man aber nichts anfangen kann. So, wir müssen auch noch 2 Stöcke längs spalten. Ich glaube, dafür brauchen wir ein Messer. Ein Messer. Weiß ich noch, wie das geht? Ah, ich habe hier aus Versehen eins gemacht. Ja. Genau, das nimmst du dir mal. Prima. Das nimmst du dir mal. Und ich glaube, man braucht dann auch einen Hammer. Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir erstmal normale Stöcke hacken. So, also das Messer steckst du dir jetzt in die Hosentasche. Und dann nehmen wir vielleicht besser die Handaxt. Nicht, dass du die zu totalem Kleinholz zerhackst, diese Stöcke. Gut, so einen Stock brauchen wir und noch so einen. Liegt da nicht noch sowas rum? So ein Zweig, da liegt noch ein Zweig rum. Mal gucken, ob wir mit dem noch was machen können. Nee, nicht den, sondern den da drunter. Jetzt habe ich mein Bauwerkzeug kaputt gemacht. Aber ich habe 2 Stöcke. Okay. Das ist okay. Da müssen wir das Bauwerkzeug halt wieder neu machen. So, legst du mal dahin. Und jetzt gucken wir mal. Die braucht er dafür nicht. Ich guck mal, ob das Messer allein reicht. Cut. Ja, und dann muss man vorne anfangen, bei dem dünneren anfangen mit Cut. So. Und dann hier Cut. Okay, und hier bei dem auch noch Cut. Ha, und jetzt haben wir 4 dünne Stöcke. Und das machen wir hier auch beim dünneren Ende anfangen. Einfach nur das Messer in der Hand. Okay, und hier auch. Super gut. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Teile zusammen, die wir brauchen, um morgen einen Rucksack zu bauen. Okay, dann kannst du das Messer wieder einstecken. Und die große Steinaxt, die legen wir mal irgendwo hin, vielleicht zu der anderen Hacke. Und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal bauen will, dass mir einfällt, dass ich das hier kaputt gehauen habe aus Versehen. Gut. Jetzt wird es Zeit, schlafen zu gehen. Oder noch was essen? Ja, isst du noch eine Banane. So, damit du nicht allzu hungrig bist. Ach, ist das nicht romantisch, wenn er da jetzt geschützt in seinem Zelt liegt und schlafen kann? Ich hoffe, dass er gut schläft. Allzu müde scheint er nicht zu sein. Naja, dann muss er halt wieder rumhocken in der Nacht. Okay, aufgegessen. Sehr gut. Ab in die Falle, mein Lieber. So. Jetzt wollen wir 12 Stunden. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!